Ich, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einleitung, Hinleitung. Natürlich auch Wichmann Verlag und an die Huron, die uns überhaupt so weit gebracht haben. Dass wir das größte Bild Deutschlands haben, ist, aus der Not eine Tugend zu machen, wenn man nämlich hingeht und Daten bereitstellt über das Internet für Leute, die das professionell einsetzen, dann ist man in dem Bereich, wo man sagt, Data as a Service, DaaS. Und dann betreibt man so eine Infrastruktur und dann stellt man fest, Infrastruktur betreiben ist nicht gerade günstig. Das heißt also, wir mussten versuchen zu optimieren. Ja, und aus diesem Optimierungsansatz ist dann freundlicherweise das größte Bild Deutschlands, der Welt aufgetaucht. Und über die Gründe, wo das zusammenkommt, warum wir das gemacht haben, erkläre ich Ihnen gleich, wie das zusammenpasst. Wenn man DaaS ernst nimmt, dann muss man verschiedene Elemente betrachten. Wie zum Beispiel, ich brauche einen Hochverfügbarkeits-Festplattenspeicher. Der muss 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung stehen, weil nämlich die Kunden von DaaS sich darauf verlassen. Sie verlassen sich darauf, dass diese Daten zur Verfügung stehen. Man muss sich auch mal Gedanken machen, wie ist meine Bandbreite bei der Übertragung? Wir haben viele Kunden, die auch im Feld arbeiten, sprich so schön OGC-Dienste sind, sie haben einen relativen Bandbreitenbedarf und der muss zur Verfügung stellen. Wenn ich im Wald unterwegs bin und GSM habe, ist das ein anderes Spiel. Muss man einfach auch berücksichtigen. Wir sagen, es ist wichtig, dass ich aus unterschiedlichen Diensten aus einer Datei mit einer Software rausbringen kann, um die Softwareinfrastruktur zu minimieren und zu optimieren. Und natürlich wollen wir auch die automatische Abgabe von physikalischen Dateien mit dabei haben. Das heißt also, wenn ich Daten abgebe, die dann einer als JPEG irgendwo benötigt, soll das möglichst funktionieren ohne einen manuellen Eingriff. Und last but not least, ich glaube, das ist heute kein Thema mehr, das werden wir auch bei den anderen Kollegen hören, wenn ich nicht in der Cloud bin, habe ich einfach nichts, ist meine Software nicht mehr richtig skalierbar, da muss ich einfach drauf aufpassen. Wenn ich über DaaS rede, dann muss ich mir dann überlegen, was verkaufen wir eigentlich? Na, wir verkaufen öffentliche Daten, wie zum Beispiel Kataster, topografische Karten. Wir verkaufen aber auch private Daten, wie zum Beispiel, wir haben eine Kooperation mit der Deutschen Post im Bereich soziodemografische Daten. Und dann brauchen wir natürlich auch außenrum irgendwie ein Stück Software, mit der wir diese Sachen dann abgeben zur Verfügung stellen. Und worüber wir uns heute unterhalten, worüber wir uns letztendlich dann auch beworben haben, ist die Frage, was mache ich mit Luftbildern Deutschlands? Und zwar einmal Luftbild Deutschlands, aber natürlich auch Luftbildern, die von diesen vielen süßen Drohnen, die wir hier überall sehen auf der Messe, produziert werden. Wie verteile ich die, wie bringe ich die zum Endkunden? Weil das geht natürlich genauso. Aber kommen wir mal zum Thema Luftbildstreaming. Was ist der Unterschied von unserem Ansatz zu dem von vielen Mitbewerbern? Nun, wir kriegen letztendlich die Daten, wir komprimieren sie und dann liefern wir sie aus. Das sind 3 Schritte, das kann man sich noch gut merken. Viele Mitbewerber fangen an, die Daten, die sie bekommen, in Kacheln umzurechnen. Dann muss ich die Kacheln organisieren. Ich muss mir Overviews generieren, wenn ich mit einem großen Maßstab drauf gucken will. Ich muss mir überlegen, wie cache ich den ganzen Krempel. Und dann irgendwann mal bin ich auch dabei, das Ding abzugeben. Also es sind schon so 1-2 Schritte mehr, die natürlich auch entsprechenden Verwaltungsaufwand kosten und das Ganze nachher nicht so ganz toll machen. Wir haben uns dann überlegt, da wir das Teil anbieten für Luftbilder und wir eine Technologie haben, die aus unserer Sicht einzigartig ist, machen wir doch ein nettes Element, einen netten Versuch, bauen wir mal ein ECW Extreme File auf. Und am Anfang war die Frage, ist das eine Mission Possible oder ist es eine Mission Impossible? Weil das sollte man nicht unterschätzen, was hinten dran steht. Warum sollte man das nicht unterschätzen? Nein, wir müssen uns schon mal über die Kenngrößen einig sein. Also wir reden von den 365.000 Quadratmeter Deutschland. Wir reden von 370.000 Dateien, die von der BKG dazu letztendlich da sind. Wir reden von 38 Terabyte Datenvolumen und wir reden von einer 20 Zentimeter Bodenauflösung. Das waren die Ausgangsthemen. Was haben wir daraus gemacht? Ja, die Fläche haben wir mal sicherheitshalber gleichgelassen, das fanden wir irgendwie ganz gut. Wir haben auch die 20 cm Bodenauflösung gleichgelassen, weil da wollten wir nicht schlechter werden. Aber wir haben aus den 370.000 Dateien eine Datei gemacht, wir haben aus den 38 Terabyte 1 Terabyte gemacht und wir haben eine Auflösung geschaffen, die in der reinen Zahl gar nicht so wirkt.
Wenn man sie dann aber umrechnet und sagt 14 Terabyte, dann denken Sie bitte mal an die Auflösung, die Ihr Handy so zur Verfügung stellt, Ihr Smartphone. 6 Megabyte, 8 Megabyte, 2 Megabyte. Und dann können Sie sich überlegen, wie viel ist eigentlich 14 Terabyte an Pixeln. Es ist wirklich eine abstrus große Geschichte. Und die erfasst man nicht mehr einfach so, sondern man muss sich das wirklich sehen, vorstellen, damit man begreift, was das bedeutet. Warum machen wir das? Wir müssen, damit wir das effizient unseren Kunden anbieten, müssen wir ja auch die Sachen vorrätig halten. Jetzt ist es ja egal, was unser Speicherplatz kostet. Gehen wir mal einfach in einen beliebten Cloud-Anbieter, der auch unter YesVSCAN gelaufen ist, und schauen nach, was kostet es dann. Und dann sehen wir, naja, 1 Terabyte offiziell bei Amazon in Ireland kostet $2,000 im Jahr. Wenn ich das mit 76 Terabyte nehme, die ich brauche für die Prozessierung von Caches und Tiles anlege, dann bin ich schon bei $126,000 im Jahr. Dann sagen Sie, naja, meine Software ist ja auch gut. Nehmen wir nur mal die 49 Terabyte, die Sie mit Sicherheit brauchen, damit Sie eine Chance haben, das durchzuziehen, dann sind Sie immer noch mit einem Faktor 42 mal teurer, als wenn Sie das auf einen 1 Terabyte zusammengedampft kriegen. Also rein von diesen Zahlen her sehen Sie, dass sich das Zusammendampfen in eine Datei mit der Komprimierung rein betriebswirtschaftlich schon auch für Sie und auch für uns lohnt. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, letztendlich ist es so, dass wir dieses ECW nicht nur mit OGC-Diensten abgeben, also WMS, WMTS, sondern wir können diese Daten auch streamen. Und das Streamen von Daten hat einen ganz netten Nebeneffekt, das nennt sich Progressive Rendering. Sprich, die Daten sind schneller in der Anzeige, als Sie das beispielsweise bei Google oder Bing Maps oder sonst woher kennen. Und das Beispiel hier, das ist nicht zusammengeschnitten, das können Sie sich gerne live bei uns auf dem Stand anschauen. Das ist die Performance in Realtime und mit dieser Performance können Sie an jeden beliebigen Ort Deutschlands hinzoomen. Mit der Auflösung, mit der Performance. Und das ist halt etwas, wo man sagen muss, vor dem Hintergrund müssen sich die kommerziellen Mitbewerber im Sinne von Google in der Performance noch kräftig anstrengen. Nun, wir haben natürlich nicht nur die Luftbilder komprimiert, nachdem wir verstanden haben, dass das gut geht, sondern wir haben alle Datensätze, die wir Kunden betrieblich zur Verfügung stellen, im Dauerbetrieb, natürlich auch so prozessiert. Und hier ist einfach mal eine Auswahl von Datensätzen, die wir als Datenprodukte anbieten mit den Größenverhältnissen, die daraus resultieren. Gehen Sie einfach mal in sich und überlegen Sie, wenn Sie zu Hause diese Datensätze haben, was das in einem normalen Format für Sie bedeutet und wie viel Speicherplatz Sie damit haben. Warum bieten wir diesen Service überhaupt an? Wir haben viele gute Kunden, die auf Basis dieses Data-as-a-Service-Dienstleistung, Komplettdienstleistung, ihre GIS-Administration in-house optimieren konnten, weil sie einfach nicht mehr die Daten verwalten mussten, weil sie nicht mehr CDs einspielen mussten, sondern die Daten direkt nutzen können, was natürlich betriebswirtschaftlich dort ein entscheidendes Argument war. Wenn ich das zusammenfasse und die Highlights nochmal rausziehe, aus einer Datei mit einer Software bieten wir viele unterschiedliche Dienste an, von Streaming über die klassischen OGC-Dienste. Es ist immer schwierig zu sagen, es ist das größte ECW-File der Welt. Tatsache ist, uns ist kein größeres bekannt. Also wir haben viel geschaut, wir haben mit unseren internationalen Kollegen konferiert. Es ist kein bekannt, dass es jemals eine größere Datei im ECW-Format gibt. Und es ist aus unserer Sicht auch nicht bekannt, dass es irgendein Bild, weil letztendlich ist es ja ein Bild, dass es ein Bild gibt, was mehr als 14 Terapixel zur Verfügung oder beinhaltet. Ist uns nicht bekannt, deswegen haben wir gesagt, wir sagen zwar nicht, es ist mit absoluter Sicherheit das Größte, aber wahrscheinlich das Größte. Wir haben mit absoluter Sicherheit die beste Performance, die auch durch unabhängige Institute und auch durch Benchmarks gezeigt hat, dass wir dort mit der Performance weit vor dem Mitbewerb sind. Was wir total gut finden, diese Verfügbarkeit bieten wir nicht nur im Desktop an, nicht nur im Web, sondern ab Ende des Jahres auch auf mobilen Endgeräten. Wie gesagt, live zu sehen in der Halle 3. Ist nicht zu übersehen, gibt es eine große Rückwand, heißt das größte Geodaten-File Deutschlands. Und damit bin ich fertig und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.